Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Master of Orion 2 Battle at Antares. Und ich bin gerade total happy, denn ich habe es geschafft, diese Capture- und Audio-Lags bei der DOS-Box teilweise, zumindest teilweise, wegzukriegen. Und ich kann jetzt endlich die Parts ein bisschen besser aufnehmen. Und das einzige Problem ist nur, dass mir irgendwann die Augen wehtun, weil ich das dann nicht im Fullscreen-Modus spielen kann. Und das ist der Nachteil, mit dem ich hier leben muss. Dafür macht es das Spielen an sich wesentlich einfacher. Vielleicht sollte ich mir noch so einen Uralt-Monitor hier irgendwie hinstellen, damit ich es wenigstens auf einem halbwegs großen Bildschirm sehe. Was wollte ich jetzt machen? Will mir mal gerade noch die. Sortieren wir mal bitte wieder nach Bevölkerung. Und dann gehen wir mal runter und helfen hier unseren. Kann ich das mit dem Y machen? Ja. Dann helfen wir mal hier diesen anderen Systemen noch ein bisschen auf die Beine. Ja. Bei der Starbase, da machen wir doch mal vorher. Das Deep Core Mining. Ich glaube, momentan machen wir auch nicht ganz so viel Kohle, weil wir doch relativ viele neue Planeten besiedelt haben. Und da fehlt uns einfach ein kleines bisschen was an Einkommen, weil da sind noch so wenig Leute drauf, die produzieren einfach noch nicht so viel. So, ich glaube, ansonsten, ja, wir machen mal noch so zwei, drei Runden Aufbau und dann können wir uns mal einen neuen Gegner suchen. Zumindest, wenn unsere Planeten halbwegs gesichert aufgebaut sind. Robominer Plan, Robotic Factory und Deep Core Mining bitte. Und dann kannst du eine Starbase bauen. Einfach, damit wir ein bisschen Verteidigung haben. Vielleicht warten wir auch noch ab. Nee, in Rex wollte ich das eher über Systemkolonien machen, glaube ich. Colony Base im Rhombus-System. Ah, cool, da ist der Artificial Planet dann schon fertig geworden. Dann machen wir hier natürlich nochmal genau das Gleiche. Vielleicht warten wir auch wirklich tatsächlich noch den nächsten Angriff der Antaraner ab. Und gehen erst dann hin und erklären den nächsten Krieg. Weil wenn sie angreifen, während wir im Krieg sind, könnte das ein bisschen problematisch werden. Okay, hier ist nichts Schlimmes sonst passiert. Das ist ja immer gut zu wissen. Die Roboterfabrik ist fertig. Dann machst du noch Deep Core Mining und die Starbase. Okay, das ist jetzt hier auch fertig. Deep Core Mining und die Starbase. Terraformung. Dann machst du auch Deep Core Mining. Starbase haben wir schon. Soil Enrichment. Ich denke, Astro-Universität bietet sich vielleicht hier auch noch an. Und dann kannst du weiter terraformen. Roboterfabrik, Deep Core Mining und die Starbase. Irgendwie einen Spaceport können wir vielleicht noch irgendwann bei Zeiten bauen. Das ist nicht schlimm, wenn wir da ein bisschen im Minus sind. Dann haben wir hier nochmal Deep Core Mining und die Starbase. Die Starbase ist unsere wichtigste Verteidigungsanlage. Und das Schöne ist, sie produziert ja auch Kommandopunkte. Also, das läuft für uns eigentlich ziemlich gut. Bau doch mal die Astro-Universität. Und genau, ja, das ist doch eine coole Sache. Colony Base ist fertig. Ja, wunderbar. Du kannst auch die Astro-Universität machen. Mach mal Housing. Sollen wir noch ein, oder brauchen wir noch einen Wettercontroller? Vielleicht gar nicht so schlecht, hä? Dann haben wir halt auch einen Planeten, wo wir dann richtig viel Nahrung produzieren können. Wir haben ja, glaube ich, momentan erst zwei oder drei Wettercontroller gebaut. Ja, wir haben ja auch die Planeten kolonisiert, die arm und ultraarm sind. Das hat uns ja nicht davon abgehalten. Hauptsache Planeten. Und die Sache ist natürlich, wenn ihr euch das mal anguckt, hier so ein Planet, der jetzt ultrareich ist, wie viel Einkommen der einfach produziert, das ist der absolute Oberkracher. Das ist natürlich super. Einen Wettercontroller brauchen wir nicht, denn ich will hier eigentlich nicht so viel Landwirtschaft betreiben. Um genau zu sein, ist mir das sogar schon zu viel Landwirtschaft. Vielleicht machen wir nur einen einzigen rein und dann ist es schon gut, denke ich.
Okay, die Schieven ist fertig. Dann bauen wir doch mal hier auch die Astro-Universität. Die ist halt überall dort gut, wo wir Leader haben, weil wir dann immer die Spezialfertigkeiten des Leaders versuchen auszunutzen. Also, dass wir halt zum Beispiel hingehen und wir machen ein bisschen Landwirtschaft, wir machen ein bisschen Wissenschaft und wir machen Produktion. Wir könnten auch noch gerade mal ein anderes Schiff designen. Das sollte sich optisch ein bisschen von den anderen unterscheiden. Das darf ruhig hässlich sein. Ja, nimm mal das. Gib mir mal die Battle Pots. Die verstärkte Hülle. Den Gefechtsscanner. Und dann nehmen wir mal die Phaser, Heavy Mount Phaser. Tja, ich weiß nicht, ob wir den verbesserten Antrieb hier haben wollen jetzt schon. Bei den Phasern ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja, machen wir noch einen Punktverteidigungsphaser dazu. Irgendwie so fünf. Nee, dann pass auf, dann mach vier und mach hier die verbesserten Motoren dazu. Und dann benennst du das Ding um und nennst sie die Adjudicator 1, wie das Sultanschiff. By Faster Than Light. Jetzt habe ich ja endlich hier eine Möglichkeit, die Sachen gescheit zu benennen. Machen wir doch einen hier runter in die Produktion. Und dann bauen wir davon einfach mal zwei, drei Stück. Schadet ja bestimmt nicht. 40 Nahrung haben wir noch übrig. Wollte ich nicht mit einem Kolonieschiff da hochfliegen? Ich glaube, da wollte ich auch mit einem Kolonieschiff hinfliegen. Ach, ich habe gar keins. Ups, nee, Moment mal, du bleibst mal schön da. Ich muss jetzt natürlich gucken. Ich klicke jetzt auch leichter mal daneben, weil ich eine ganz andere Auflösung momentan habe. Im Atari-System. Wollen wir doch nach der Astro-Universität mal noch zwei Kolonieschiffe. Okay. Oh, sehr schön. 7 von 7 ultrareich. Wie wäre es mit der Terraformung? Habe jetzt natürlich vergessen nachzugucken, ob ich irgendwie. Das sind alles noch Bulwark 3. Ah ja, okay, gut. Ich habe jetzt natürlich vergessen nachzugucken. Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Oh mein Gott, Leute, ich bin immer so abgelenkt, wenn ich das mache. Es ist so schlimm. Pass auf, einen schickst du mir hier hin. Dann schickst du mir noch einen hier hin. Du kommst mit den Dingen mal wieder zurück. Du fliegst nach Kele und da haben wir doch noch eins. Flieg mal nach Praxis. Du kannst da bleiben. Fliegst mal auch nach Trigon. Die Klackern zum Frieden geschlossen. Rhombus. Die Flotte würde ich gerne auflösen bei Zeiten. Refit lohnt sich, glaube ich, nicht. Rutan 5 ist noch frei. Wie? 3. Wo ist der? Ah, okay, das ist ein System von den Menschen. Das ist von denen. Das ist auch von den Menschen. Oder von den Klackons. Nee, ah, okay, von den Klackons ist das. Ja, okay. Und zeig mir nochmal gerade die Turn Summary. Das habe ich eben nicht gesehen. Meckler und Klackons haben Krieg. Okay. So, dann haben wir jetzt die galaktische Unification. Und damit verfügen wir dann über die beste Produktions- und Nahrungsmittelsteigerung, die nochmal immens nach oben gegangen ist. Im Matar-System kolonisieren wir natürlich zuerst den reichen Planeten.
Und du machst mir die automatisierte Fabrik, die Robobergbauanlage, die Roboterfabrik und dann das Deep Core Mining und dann kannst du an der Starbase rumbauen oder sowas. Gut, Terraforming schieben und so weiter. Okay. Die Biosphäre bräuchten wir dann als nächstes. Und dann kannst du Autobild machen. Astro-Universität ist fertig. Wunderbar. Dann baust du mir auch noch eine Adjudicator, bitte. Ich brauche, glaube ich, 2 oder 3 Stück, um den Weltraumaal platt zu machen. Ich weiß es nicht genau, wie viele ich brauche. Ja, mach mal Autobild. Und, mach mal hier Trade Goods oder ne, warte, bau mir auch noch eine Adjudicator. Ja, gut. Auch hier machen wir Autobild. Ich kann jetzt nicht mehr so viel Mikromanagement machen und sind wir ehrlich, wir sind auch in einer Phase angekommen, wo es jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig entscheidend ist. Moment mal, 28. 29. Da muss ich überschreiben. Okay. Stattdessen gehst du mal gerade auf Colonies. Und genau, die sind nach der Bevölkerung sortiert. Das ist super. Warum habe ich hier einen Atmosphärenerneuer drin? Den braucht doch kein Mensch. Also vor allen Dingen ich, den braucht auch kein Nougatstecher in dem Falle sogar. So, beschleunigen wir das alles mal gerade noch ein bisschen. Oh ne, das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer. Okay. Kolonieschiff im HD-System. Gerne. Automatisierte Fabrik. Deep Core Mining. Und dann die Starbase. Deep Core Mining, Starbase und dann kannst du Autobild machen. Deep Core Mining, Starbase und dann kannst du Autobild machen. Deep Core Mining, Starbase, Radiation Shield und dann kannst du Autobild machen. Ja, machen wir hier auch Autobild. Kolonieschiff ist fertig, super. Ja, machen wir mal noch einen Adjudicator. Und danach können wir dann nochmal was anderes machen. Boah, 187 Nahrung haben wir. Das ist echt unglaublich viel. Das Problem ist, ich kann es mir gar nicht leisten, hier weit runter zu gehen mit der Nahrungsproduktion. So, denn sonst kriege ich wieder Probleme mit den Transportern. Piraten im Ladon greifen die Frachter an. Und die Leute wollen, dass wir mehr Schiffe dahin schicken, okay. Und wir haben jetzt momentan 19 Sternsysteme mehr als alle anderen. Ja, sehr schön. Ja, machen wir Autobild. Hier ist die Adjudicator 1 fertig. Das ist doch eine coole Sache. Mach mal Handelsgüter. Okay. Das Ladon-System. Und die wollen mehr Schiffe dort haben. Das ist nicht dein Ernst, oder?
Ich verstehe das gerade irgendwie gar nicht. Flieg mal gerade mit denen zum Atari-System, die würde ich gerne fortbilden. Ja, dann nimm mal halt die kleinen Schiffe irgendwie mit. Nee, du bleibst immer schön da. Fliegt mit denen auch da hoch. Was haben wir hier? Das sind noch kleinere Bulwarks, die redesignen wir mal gerade. Nein. Eine Schieven. Und eine Schieven. Danach machst du wieder Housing. Okay. Ich habe noch irgendwo ältere Bulwarks, dachte ich. Nee. Das ist eine Schieben. Das ist eine Adjudicator, die fliegt mal hier runter. Habe ich noch mehr Adjudicator irgendwo? Nimm mal noch ein Kolonieschiff mit hier runter. Ja. Menschen und Mrischern führen Krieg. Ja, sollen die sich ruhig die Köpfe einschlagen. Okay, Flotten. Ich will jetzt mal gerade gucken, wo hab ich. Die ist schon in Natsin. Ich hätte doch noch mehr Adjudicator. Offenbar nicht. Wo sind die eigentlich? Ah, die sind da noch auf dem Weg. Okay, alles klar. Die wollte ich im Atari-System umbauen. Alles klar. Ja. So, das Universalgegengift ist fertig. Damit erhöht sich unser Bevölkerungswachstum. Die Frage ist, was. Machen wir jetzt, wo machen wir jetzt weiter? Tja, Plasmakanone, Plasmanetz. Ah. Okay, das Plasmagewehr wäre vielleicht nur ganz nett für unsere. Ja, wir bleiben bei den Phasern. Wir nehmen das Plasmagewehr, damit wir unsere Bodentruppen mal ein bisschen verbessern können. Mekla-Spion stiehlt Mikrolight-Konstruktion. Oh, shit. Muss ich mal gleich gucken, wie viele Spione wir in der Verteidigung drin haben. Aber das ist natürlich nicht so schlimm. Ich meine, wir haben so einen Technologievorsprung. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sie auch mal bei uns was klauen. Wir haben so viel von den anderen geklaut. Das ist der Wahnsinn. Sternbasis ist fertig, wunderbar, dann machst du Autobild. Ist mir jetzt zu viel. Die Adjudicator ist fertig. Wie wäre es, wenn du mir noch eine baust? Und der Gravitationsgenerator ist fertig, das ist schön. Jetzt lass mich mal gerade überlegen. Eins, zwei, drei. In Rotan 3. Wie lange brauchen wir für eine Colony Base? Dann bauen wir mal drei Stück. Weil dann kolonisieren wir da mal schnell noch die anderen Planeten. Wie sieht das überhaupt hier oben aus? Bei Volans, da ist noch nichts am Start sonst. Bei Wilder. Ja, da müssen wir noch abwarten. Pferd. Da müssen wir auch noch abwarten. Rex, haben wir schon geguckt? Nee, haben wir noch nicht. Okay, machen wir noch. Machen wir noch die Colony Bases danach. Gut, ja. Oha, die Mrischan wollen uns jetzt angreifen. You think you are big and powerful, Fummelpit, but it is time to remind you that Mrischan Empire also has teeth to war. Gut, okay, wo greift uns jetzt an?
Volans Prime. Okay, da haben wir ja sonst nichts. Da würde den Planeten also, oh, platt machen. Okay, er hat Volans Prime zerstört. Davon bin ich jetzt nicht ausgegangen. Okay, das war unerwartet. Mekla und Klakon sind im Frieden. Menschen und Mrishan sind nun im Frieden. Okay, das haben die natürlich gemacht, damit die jetzt mit uns Krieg führen können. Volans haben wir durch ein Bombardement verloren. Tja, dann kann man sich wohl doch nicht so sicher fühlen. Zeig mir doch nochmal das Design von der Shivan 1. Hat sich da was geändert? Nein, hat sich nicht. Ja, okay. Dann bauen wir noch eine Shivan 1. Hier ist noch eine Adjudicator fertig. Dann bauen wir doch noch eine Adjudicator. Ja, das Problem ist halt, der hat die Tarnschiffe, deswegen habe ich den nicht gesehen. Das ist natürlich gut gemacht, ne? Okay, dann ändern wir das mal gerade etwas. Du machst mir die Starbase hier nochmal vorne dran und die kaufe ich mir jetzt. Dann sind wir da nicht ganz so nackig. Dann machst du mir hier die Starbase vorne dran und dann kaufe ich mir die. Dann haben wir da immerhin etwas stehen. So, Harley und Wilder. Wie sieht's in Rotan aus? Da haben wir ja auch. Da haben wir immerhin ein Schlachtschiff stehen. Was kostet das Ding? 1055. Ist in Ordnung, kaufen wir uns. Rhombus. Der hat immerhin eine Sternbasis, der hat noch keine. Also da kann es natürlich auch sein, dass er uns da angreift. In Matar kann natürlich auch sein. Jetzt müssen wir hier so viel Zeug kaufen. Das geht doch so ins Geld. 810, ja, immer her damit. So, wie viele Kröten haben wir noch übrig? 1400. Ladon hat immerhin da eine Sternbasis und hat ja eine große Flotte momentan. Gut. Ich wollte jetzt eigentlich diesen Weltraumaal platt machen, aber die Mrishan lassen mir ja keine andere Wahl. Nach Fieras komme ich gar nicht. Ach so, weil er mir Volans platt gemacht hat. Der alte Atzler. Okay, dann flieg mal hier nach Rhombus. Und du fliegst nach Trigon. Du fliegst auch nach Rhombus. Du fliegst auch nach Rhombus. So, meine Schiffe aus dem Atari-System fliegen auch nach Rhombus. Wie viel haben wir hier? Reich. Baut momentan an der Shivan 1. Design mir die mal auch bitte um. Und dann tausche ich mal gerade. So, dann haben wir da auf jeden Fall mal die Einheiten fertig. Die, ja. Du gehst auf Repeat Build und baust mir Transport Ships. Wie viel Produktion? 260. Da brauchen wir noch nicht mal die Hälfte, oder? Ja. 140 und so. 110, alles klar. Ja, dann bauen wir das dort. Okay. Wir haben jetzt ganz viele Punkte durch diese Sternbasen dazu bekommen. Okay, die Weltraumpiraten im Ladon-System wurden in die Flucht geschlagen. Ja, wir sind jetzt momentan in Praxis angekommen, aber wenn ich da jetzt kolonisiere, dann kommen die im Rishan und machen mir die nächste Runde platt. Das machen wir also nicht. Transport, Starbase, Factory und so weiter. Okay. Dann machen wir hier mal Autobuild. Das wollen wir hier auch. Okay, der Planet hier ist voll.
Dann bau mir doch noch eine. Wir haben bestimmt irgendwo noch eine Ärgernis. Aber du könntest mir noch so eine Sheevan 1 bauen. Okay, Sternbasis hier fertig. Wir gehen auf Autobild. Das Wichtige ist halt für uns, dass wir die. Ja, genau. Flieg mal mit dem Ding ganz schnell wieder nach Rotan zurück. So, und Rhombos bekommt jetzt auch noch schnell eine Sternbasis. Wir haben da zwar momentan genug Schiffe und Rhombos ist ja auch irgendwie so unser Aufmarschplatz. Aber ja, eine Sternbasis da schadet auf jeden Fall nicht. Okay, das ist meine Ärgernis, ne? Dann flieg doch mal mit der auch nach Rhombus. Und dann kriege ich die Mekla schön am haarigen Sack. Das Knollam-Imperium hat schon wieder das Ergebnis. Ich glaube, die hatten das schon mal, dass ein Planet jetzt ultrareich geworden ist durch die Entdeckung zufälliger weiterer Mineralien. Tja. Ultraarm oder nur arm und toxisch? Automated Factory, Robo Miner Plant, Robotic Factory, Deep Core Mining und Autobuild. Okay. Starbase und so weiter. Ja, okay. Hier könnten wir dann eigentlich auch Autobild machen. Und dann wäre das eigentlich da auch erledigt. Housing. Oh, der Planet ist jetzt voll. Gut. Ach, okay, das ist ja nicht wirklich viel Verschmutzung. Dann mach doch mal eine Weltraumakademie. Weil ich glaube, der. Nee, warte mal, Quatsch. Nee, eine Astro-Universität meinte ich. Und Artificial Planet. Okay, der ist ja ultrareich, ist ja geil. Bau mir noch eine Schieven. In zwei Runden, das ist natürlich eine coole Sache. Ja, da ist die Ärgernis, der Truppentransporter. Und wir haben das Plasmagewehr entdeckt. Das ist gut. Das ist gut. Ich würde sagen, wir machen weiter bei der Disruptorkanone, oder? Zeig mal ganz kurz. Neutroniumarm, Neutroniumpanzerung ist halt geil. Okay, Money generated by all colonies 50%. Das ist auch gut. Aber wir können jetzt auch mal so langsam in Richtung Klasse 5 Schild gehen. Okay, das ist ein Feld, was den Anflug gegnerischer Schiffe verlangsamt. Ja, ich weiß nicht. Das Lightning Field ist aber irgendwie cooler, weil es halt Raketen und so weiter platt macht. Ich nehme das ganz gerne. Nehmen wir das mal. Kolonieschiff erreicht das Rotan-System, wo es aber nichts gründen wird. Wir haben die schwere Panzerung geklaut. Das ist geil. Und was haben wir noch so? Menschen und Klakons haben Frieden geschlossen. Gut. Welcher Planet ist das? Ist es der? Okay. Ja, bau noch eine Schieven. Schadet bestimmt nicht. Je mehr Schiffe, desto besser. Und fliegt mit den Dingern mal nach Kryselon oder so. Und dann könnten wir eigentlich schon mal nach Etana fliegen.
und dort die Mrishan angreifen. Colony Base im Rotan-System. Suchen wir uns einen Reichen aus. Der ist gut. Hier machen wir wieder das gleiche Schema. Also Produktionssteigerung am Anfang ist halt das Wichtigste, denke ich. Und danach machen wir dann Autobild. Ach so, warte mal, die Starbase nehmen wir auch noch mit rein. Nee, das nicht. Colony Base im Rex-System. Oh, ein ultraarmer Planet mal wieder. Aber ist egal, wir nehmen alle Planeten mit. Automatisierte Fabrik, Robo-Dingsbums. Nee, was mal genau andersrum. Deep Core Mining, Starbase. Halleluja. Okay. Shivan 1 ist fertig. Ach so, ja, das Ding ist ja so sau schnell, ne? Bauen wir mal noch ein paar Transportschiffe. Die brauchen wir so oder so auch. Rhombus, ja, das ist auch in der Nähe, meine ich. Das war ja auch mal eine Mrishan-Kolonie, oder? 146. Ist natürlich jetzt Verschwendung, hier auf einem ultrareichen Planeten so auf Wissenschaft zu gehen, aber ich glaube, wir haben nicht mehr so viele Kommandopunkte. Obwohl, ja, wir haben eigentlich noch genug. Ja, egal. Sammeln wir mal die Schiffe da. Und dann gehen wir mal gerade auf Relocate. Ihr fliegt nämlich alle hier hin. Nächste Runde können wir Etana angreifen. Und dann geht's weiter mit Fieras. Und ja, ihr könnt mal noch da bleiben, denke ich. So machen wir's. Und die zwei anderen Schiffe lassen wir mal dort. Ja, schade, wir kommen immer noch nicht dahin. Aber fliegt doch schon mal nach Pelennor. So, sechs Schlachtschiffe, eine Fregatte, zwei Transporter gegen eine Sternenbasis. Das können wir automatisch machen. Ich liebe Schwerlafetten Phaser. Wobei man sagen muss, oh, wir haben die Sternbasis eingenommen. Wobei man hier auch wirklich sagen muss, man merkt den Verteidigungsbonus einfach. Oh, was kommt jetzt? Jetzt kommt. It was foolish of you to turn your weapons on Martian ships. Now you must be destroyed. Ja, aber ich glaube, das wird ihm nicht so viel bringen, denn er hat uns vorhin eine Kolonie platt gemacht und da wird er natürlich jetzt für abgestraft. Diese Handlung kann ich nicht tolerieren. Ja, bauen wir noch eine Astro-Universität und keine Ahnung, dann Trade Goods oder sowas. Hier ist noch eine Shivan fertig. Dann bau doch mal noch irgendwie so Trade Goods. Ja, flieg mal nach Trigon. Nee, 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 nee. Wie lange braucht er nach Polarion? Zwei Runden. Wie lange brauchst du nach Trigon? Zwei Runden. Wie lange brauchst du hier hin? Das sind 10 Parsec. Ach, du kannst gar nicht dahin fliegen? Das ist natürlich nicht so toll. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir können zumindest mal hier hin. Dann flieg doch nach Nazin. Und kann ich hier irgendwo vielleicht einen Außenposten aufbauen? Ein Fortuna erklärt mir dann bestimmt nachher wieder irgendwelche Deppen den Krieg und greifen mich da an oder so. Ah ja, dann lassen wir das da unten mal sein.
Ja, nimm die zweimal mit. Ich will hier ein bisschen Verteidigung übrig behalten. Ich denke, das war jetzt auch von den Rischern nicht so beabsichtigt, das bei einer einmaligen Aktion zu belassen. Sie greifen uns in Halley Prime an, okay. Da haben wir aber eine Sternbasis. Oh, okay, nochmal automatisch. Wir müssen doch hier eigentlich die fetteren Raketen haben. Ja, wir kommen nicht wirklich gut durch die Schilde, muss man sagen. Oh doch, jetzt schon. Schaffen wir es noch? Oh ja. Das war's. Krass. Sehr, sehr gut. Okay, in Etana greifen wir natürlich nochmal an. Wir könnten jetzt die Invasion versuchen. Ich würde sagen, wir bombardieren erstmal. Halt. Jetzt machen wir die Invasion. Okay, das hat ganz gut geklappt. Wir treten jetzt gegen die Klargons an. Die haben dann offenbar die Trillerianer überholt. Ja, die sind noch auf Platz 2. Dann kommen die Menschen, dann die Mrischern, dann die Gnollamsen und dann die Meckler. Warum sind die Meckler eigentlich so schlecht? Naja, egal. Also angeblich sind die Meckler die schlechtesten der Welt. Natürlich für meinen Gegner, ist klar. Alle anderen enthalten sich. Und wir enthalten uns auch. Wären das zwei Drittel? Ich bin so schlecht in Mathe. Ich muss mal gerade rechnen. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Fehlen uns nur wenige Stimmen. Aber wir enthalten uns trotzdem. Gut. Was ist jetzt los? Wir haben das Lightning Field erforscht. Schön. Klasse 5 Schilde hätte ich dann jetzt gerne für meine Schiffe. Colony Base im Kelsey-System. Ja, bitte. Ich werde nachher noch mal ein bisschen umorganisieren. Oh, ich muss übrigens gleich Schluss machen. Der Part wird sonst zu lange. Deep Core Mining Starbase. Gut. Oh, wir haben außerdem ziemlich viel Kohle. Und was haben wir geklaut? Die Neutronium-Panzerung. Cool. Frag mich immer, von wem wir die Sachen klauen. Aber es werden dann wohl die Trillarianer gewesen sein. Da fällt mir ein, ich wollte mal nachgucken. Oh, mach Autobild, ja. Ich wollte mal nachgucken, wie es bei meinen Verteidigungsspionen aussieht. Bau mir doch nochmal ein paar Transportschiffe. Wie viel Produktion haben wir? 147. 108, ja, super. Es gibt jede Runde einen. Auch hier machen wir Autobild. Ja, mach mal Trade Goods und keine Ahnung, nimm die mal mit rüber. So, jetzt machen wir richtig Fettkohle. Deep Core Mining, Astro Universität und ja, den Wetter Controller, den können wir auch nochmal installieren, würde ich sagen. Und ja, wir wollen sie auslöschen. Und das ist eigentlich egal, was wir hier machen. Deep Core Mining Gravity Generator. Halt, die Starbase habe ich vergessen. Ach ja, dieser kleine Bildschirm. So. Gut, dann mache ich Schluss an der Stelle, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.